Wir sind heute bei ArcelorMittal Hamburg. Das ist ein stahlerzeugendes Unternehmen. Uns gibt es seit 1970 und wir produzieren ca. 1 Million Tonnen Stahl im Jahr. Ja, wir haben hier große Herausforderungen in der jetzigen Zeit, insbesondere aufgrund des hohen Strompreises und auch der Gaskosten. Wir sehen aber, dass im Zuge der Transformation der gesamten Stahlindustrie wir irgendwo ein Niveau denn vorfinden werden, wo wir eine wirtschaftliche Basis auch sehen, insbesondere weil wir hier eine technische Konstellation schon haben, die wir nicht investieren müssen, was andere Unternehmen eben tun müssen. So gesehen ist die Belastung im Ergebnis natürlich aufgrund der hohen Investitionskosten bei uns nicht gegeben.